Willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Jawohl. Wir haben einen ungeduldigen Jackie hier. Ja, dann machen wir mal direkt weiter. Und gucken mal, ne? Da. Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist gleich. Ziehen wir es durch. Ich wette, der Job ist nicht leicht, wenn es ein Waffentutorial gab. So. Ja, erstmal möchte ich. Haben wir mehr Waffen? Okay, prügeln können wir uns. Ziemlich dunkel, ne? Haben wir eine Leuchte? Ja, weiß ich nicht. Tee? Für Taschenlampe? Auch nicht. Dum, dum, dum. Ich sehe hier nichts. Nö. Nö. Nicht zum Mitnehmen. Wo ist denn das? Das ist aber shitty diddy diddy. Aha. Dumm. Ich hab doch was gesehen. Was ist das denn? Handschell? Wie Handschellen? What the hell? Alles nehmen. Natürlich. Nehmen. Handschellen, okay. Sind wir jetzt eigentlich irgendwie anders angekleidet? Wir hätten hier was anzubieten. Eine Brille. Okay, die hat sogar was. Kritische Trefferchance erhöht die kritische Treffer. Die hat sogar einen Mod drin. Geil. Perfekt. Tütüt. Haben wir neu. Dann, immer noch alles auf neu. Ah, jetzt könnten wir die. Sehr schön. Na gut. Wir gehen erstmal weiter. Ne? So, ich jetzt hier. Ah, hier. Hallo? Rettungsaktion. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team, schau mal. Beruhigt euch, alle beide. Genau. Wir sind fast da. Okay, X wäre der Boost. V ist das Auto, T, keine Ahnung. Apartment 15, waren wir ganz schön weit oben. Da hat den laut Musik. Verschlossen. Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Beeilt euch. Versucht die Tür zu hacken. Ja. Schauen wir mal. Schau mich erstmal kurz um. Dunkel. Ich sehe hier nichts. Dann ist hier nichts. Okay. Schauen wir mal. So, um mit dem Quick Hack zu beginnen, sieh ein Gerät an und scanne es, indem du Tab drückst, okay? Und das wäre. Was muss ich jetzt hier? Ja, ich jetzt hier einfach Tab drücken oder was? Und jetzt? Gedrückt hält. Umhänge zu beginnen, sieht ihr, okay. Ich habe eine 2er Fertigkeit. Was soll ich jetzt drücken? Ausführen? F einfach? Ah ja. Ach. Tatsache. Oh. Snacks! Essen. Essen ist immer gut. Ich komm doch gleich. Ja,
Hallo? Scheiße, sind wir zu spät? Wisst ihr das wie? Notfälle auf Abruf. Neuer Splitter, warte. Boah. Schauen wir mal. Ah, Notfälle auf Abruf. Wie konnte das passieren? Wann und warum haben wir als Gesellschaft entschieden, dass das menschliche Leben eine Ware ist? Ein Luxusartikel. Meine Mutter starb mit 45. Sie hatte noch Jahrzehnte vor sich, als ihr Leben einfach von einer simplen Lungenentzündung beendet wurde. Hätte sie nur die billigste Traumateam-Versicherung gehabt, hätte man sie innerhalb einer Stunde gerettet, aber sie konnte sich keine leisten. Meine Mutter starb 5 Monate vor ihrem Termin bei unserem Hausarzt. Das Konzept der privaten Gesundheitsversorgung ist tief in unserer Gesellschaft verwurzelt. Bereits im Jahr 2020 bestand weitgehende Einigkeit, dass 500 Euro-Dollar pro Monat ein fairer Preis für eine Traumateam-Versicherung ist. Gesundheit war schon damals nichts, was man einfach erhielt, sondern etwas, das man sich verdienen musste. Das private System mag nicht perfekt sein, aber es gibt ja keine Alternative, dachten wir. Bullshit. Überqueren wir doch einfach den Pazifik und werfen einen Blick auf die UdSSR, wo es eben so hoch spezialisiertes medizinisches Personal, nanochirurgische Präzisionsgeräte, spezielle Antikörper, intravenöse Sonden und unzähliges mehr gibt. Notfall-Lufteinheiten mit modernen AVs, die mit Kryokammern ausgerüstet sind, haben die auch. Wo also liegt der Unterschied? Darin, dass sie ihre Leute nicht auf der Straße, in Läden und in ihrem Zuhause zum Sterben liegen lassen? Sie zwingen niemanden dazu, das eigene Leben bei Konzernen zu kaufen, als würde es denen gehören. Ein gutes Gesundheitswesen ist keine unerreichbare Utopie, es ist die Realität. Auf der anderen Seite steht Traumateam, das seine Versicherten sowohl als potenzielle Patienten als auch als potenzielle Verkaufsartikel betrachtet. Sie retten nur Leben, weil sie davon profitieren. Ein gerettetes Leben ist quasi ein wiederkehrender Kunde, wobei natürlich der Tod eines Klienten ebenfalls Geld in die Kasse spült, zum Beispiel in Form von Organ- und Implantat-Weiterverkauf. Nur ist hier der Gewinn deutlich geringer. Ein Notfalldienst kann es sich nicht leisten, seinen Managern Gründe zu liefern, dessen Kunden für kurzfristige Überraschungsgewinne umzubringen. Sicher werden sie jetzt entgegnen, dass medizinisches Personal doch immer auch vom hippokratischen Eid geleitet wird. Ich bitte sie. Okay. Jawohl. Da hat jemand Spaß gehabt. Sandra Dorset ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Zetatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Achtung, ein Nährhaus vor uns. Leise. Leise, sonst entdecken die uns. Töten oder nicht töten? Komm, wir machen einfach mal. Ne? Kannst tote, bewusstlose oder anderswertige ausgeschaltete Gegner aufheben und tragen, okay? Müssen wir das machen? Wow. Da ist eine Kiste. So. Ja, deswegen liegt er ja da doof in der Gegend jetzt. So. Wir nehmen das alles. Hm. 4-2 mit. Achtung, da kommen noch mehr. Sind fast bei uns.
Okay, die Musik ist halt ein bisschen heavy, wa? Granaten. Oh, ups. Ach so, du hast den genommen, okay. Okay, okay, okay. Komm, den töten wir mal nicht. Bumm. Der Tod war doch nur aus Versehen, es tut mir leid. Ah. Frage ist jetzt... Er oder er? Also ich hätte jetzt gesagt, ich gehe an ihn da ran. Und hopp. Tattoo-Nadel? Okay. Die Musik ist ganz gut wegen Lautstärke. Geil. Ich finde die Musik geil. Wir haben doch noch eine Waffe. Wir können doch hier noch eine Zweitwaffe. Oh, wir haben mehrere Waffen. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir nehmen eine Fernkampfwaffe noch mit drauf. Haben wir hier irgendwas? Kein Zubehör. Okay. So, und dann hätten wir hier noch. Kugeln können Oberflächen abprallen. Ah, gefällt mir aber nicht. Das sieht aus wie eine Automatikwaffe, hätte ich jetzt fast gesagt. Zwei. Aber die sind alle schlechter, ne? Also die ist noch nicht so schlecht. Macht mehr Schaden. Angriffe pro Sekunde ist langsamer, hat aber einen höheren Kopfschuss-Output. Deswegen nehmen wir die jetzt einfach mal. Rüsten die einfach mal aus. Dip, dip, dip. Hier, die wäre wirklich vom Output höher. So. Was hat er denn? Ja, die könnte man ausstatten, ist aber nicht weiter wild. Sehr gut. So ist gut. Kann man eigentlich lehnen? Nee, ne? Nicht so richtig. Okay. Wir gucken mal hier nochmal. Haben wir hier irgendwas? Rubbel los! Rubbel, 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 rubbel los. Okay, okay, okay. Okay. Aha. Da ist schon wieder eine Geschichte. Was haben wir da? Schmerz. Was? Schmerzeditor und die Sterblichkeitsrate. Oh. Okay, was ist das? Einführung. Das Implantat, weiterhin bekannt als Schmerzeditor, ist Cyberware. Die Schmerzen reduziert und sogar völlig eliminiert. In gewissen Kreisen von Night City erfreut es sich seit Jahren ungehemmter Beliebtheit. Vor allem bei Söldnern an dieser Testgruppe führte Cetatec Tests mit folgenden Resultat durch. So,
Der Schmerzeditor ist ein neuraler Kompressor, der die Signale der Nozizeptoren an den Pariallappen des Gehirns unterdrücken und beim Nutzer so Schmerzfreiheit evoziert. Hinweis: Einige Modelle reduzieren außerdem Müdigkeitssymptome. Die vorteilhaften Effekte des Schmerzeditors ähneln in gewisser Weise den Symptomen der Hypoästhesie, die zu besserer Widerstandsfähigkeit gegen körperliche Folter sowie die Fähigkeit führt, Wundschmerz zu ignorieren, um vorübergehend in der Lage zu sein, die Grenzen des Menschseins auszuweiten. Aha. Allerdings zeigen einige Studien, dass der Schmerzeditor eine Reihe unerwünschter Nebenwirkungen hervorrufen kann. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass Nutzer im Eifer des Gefechts nicht bemerken, wie schwer sie verwundet sind, sodass sie weitermachen, obwohl sie dringend medizinische Versorgung benötigen. Die Statistik bestätigt zudem die Theorie, dass die Verstärkung durch den Schmerzeditor dazu führt, dass Benutzer weiterkämpfen, obwohl die rationale Entscheidung, um dem Tod zu entgehen, ein Rückzug wäre. Seit 2020 liegt die Sterblichkeitsrate bei Schmerzeditor-Besitzern bei über 60%. In diesem Bereich befasse ich mich mit der Frage, wie man Zetatec-Kunden besser vor einem vermeidbaren Tod durch unsachgemäße Anwendung unseres Schmerzeditors schützen kann. Okay. So, was wir jetzt auf jeden Fall mal probieren. Warum habe ich hier eigentlich... Ach, das ist eine Großwaffe. Ah. Hä? Also das Radio ist aus. Wo ist denn hier noch ein Radio an? Hallo. Ich zerschieße gleich alles. Also es scheint ja von da hinten zu kommen. Na gut, wir gehen mal weiter. Vielleicht ist ja die Musik gleich aus. Oh Mann. So, Ja, aber leise ist so schicker, besser. Genialer. Guten Tag. Night City. Hallöchen. Okay. Ah, das sieht aus wie ein MG, was wir in der Hand haben, wa? Oh. Also irgendeiner hat hier richtig Spaß in der City. Okay, eine Nachricht. Spielzeug. Habe Gutes hier. Hand von Zetatec mit Biosignatur. Aber wir haben schon einen Jailbreak bestellt. Militech feststellbares Visier. Frag mich, wo der Penner das her hat. Okay. Ups. Okay, die haben anscheinend... Wie war denn das hier raus? War so. Gib mal die Waffe her hier. Brauch was Großes, damit ich mich groß... Och, die ist ja noch mehr. Was haben wir denn hier schon wieder? Der Tag, an dem der Tower fiel. Aha. Im August 23 veränderte ein einzelnes Ereignis den Lauf der Geschichte, obwohl es vor dem blutigen Hintergrund des vierten Konzernkrieges geschah. Berichteten die Medien wochenlang davon. Und das zu Recht. Eine Gruppe von Terroristen sprengte damals eine Atombombe, die den Arasaka Tower pulverisierte. Die Warnung der Terroristen kam zu spät, denn nicht alle Angestellten konnten rechtzeitig evakuiert werden. Die Explosion tötete und verletzte tausende Menschen. Zahllose starben an den Folgen der Strahlenvergiftung. Wie konnte der größte Terroranschlag des 21. Jahrhunderts passieren? Wer steckt hinter der Katastrophe? Um Antworten auf diese Frage zu finden, müssen wir zuerst den Kontext der Ära verstehen. Night City war in den frühen 20er Jahren, also 2020er Jahren, von einem Unwillen geprägt, der sich wie nie zuvor gegen die Konzerne richtete.
Das Epizentrum der Gesetzlosigkeit befand sich im Club Atlantis. Er war eine Art Insel des Widerstands gegen die vorherrschenden Mächte, vor allem gegen Megakonzerne wie Militech, Biotechnica und das mit Abstand größte Hassobjekt Arasaka. Der japanische Waffenhersteller übte schon damals den größten Einfluss auf die Geschicke von Night City aus. Diejenigen, die im Atlantis ein- und ausgingen, vertraten die Ansicht, dass die Konzerne die Zukunft für sich alleine beanspruchten und die Menschen zu Sklaven des Konsums gemacht hätten. Ironischerweise hatten sie ihnen die zwei Dinge genommen, die der Kapitalismus am meisten liebte: die Freiheit und die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Diese Leute nannten sich selbst Edge Runner. Sie stellten sich gegen die Weltordnung der Konzerne, erklärten sich selbst für unabhängig und übten den Widerstand jeglicher friedlicher Methoden beraubt, das zu verändern, was sie als das System bezeichneten, griffen sie zu radikaleren Wegen der Selbstdarstellung. Mord und Gewalt. Ja. So, haben wir hier auch alles eingesammelt. So, na dann. Uiuiuiui. Scheiße, wie? Glaub mir, ich hab echt keinen schwachen Magen. Aber das. Eieiei. Schlag der Scheiße. Ich glaube, ich hab sie. Unsere Zielperson. Scheiße. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Okay. Oh, das sieht nicht sie liegt in der Wanne voll Eis. Mit noch einem anderen. Fleischbrocken. Reiß dich zusammen, wie. Wenn sie überlebt, erinnert sie sich an nichts. Winzige Narbe am Unterbewusstsein, das war's. Hab gehört, die Leute, die sowas erleben, kriegen Panikattacken. Ohne je zu wissen, warum. Du trinkst nur ein Glas Eiswasser und plötzlich fängt deine Hand an zu zittern. Wie, schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Schließe an. Sandra Dorset, NC570442. Traumateam Platin. Platin? Scheiße. Wir hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Wir haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomann. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, Zibak. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Also Scottlodger-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropon. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomann stören. Ist das nicht gefährlich? Können wir sie nicht einfach wegschaffen? Sie ist hier und atmet. Mach jetzt keine Rückzieher. Wir brauchen den Biomann intakt, um Blutungen zu finden und so. Such den Splitter und zieh ihn raus. Okay. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomann. Hat sich was geändert? Alles ist wahr. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Evakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden. 3 Minuten. Der Biomon sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premiumplan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Jack, Augen auf, das war's noch nicht. Wer weiß, was da draußen ist. Bin bereit, wie? Zieh dein Ding durch. Na dann. Juhu. Oh, fuck. Wie? Sag mir was. Jackie, Air Hypo. Fuck, das ist nicht gut. Fang, Chica. Ich glaube. Scheiße, das hat geklappt. Feuer, Chica. Bring sie nach draußen. Bam, 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 bam. Ja. Mach ich, kein Problem. Arschloch.
Okay, dass sie direkt bewaffnet kommen, das wäre. Kann ich die Waffe auch wegstecken? Ah, doppelt halt, okay. 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 Drücke T, um auf das Telefon zuzugreifen. Hab ich. Ah, Wakako! Anrufen. Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Natürlich ist sie das. So war es doch vereinbart. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen. Oh, Street Credit 2. Überlass mir das, Chica. Ich fahre. Okay. Da sind Basie. Sehe ich doch. Was noch? Lachgas. Öl. Mission verfolgen. Warte, bis der Bezirk nicht mehr abgeriegelt ist. Okay. Was ist denn? Night City by Night. Na ja, toll, es regnet. Bäh. Nice, nice, nice. Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Oh, shit. Stimmt. Bin ich. Ich wusste es. Der Mann hinter uns verfolgt uns. Ach, nö. Das gefällt mir nicht. Kein bisschen. Ja. Ah! Ja, bin er dabei. Wirklich. Oh, meine Gesundheit war gut runter. Das Baby ist arg zerkratzt. Tut mir leid, wie. Schon okay, das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Was war das? So. Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal auf. Zu, ja. Wir beenden jetzt hier diese Folge für heute. Wir sind ja noch unterwegs. Oder warten wir noch auf die Polizei? Okay. Hallöchen, Chica. Watson ist bis auf weiteres abgesperrt.
schon, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Mhm. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Hm. Ein guter Grund. Sieh an, kein Musterbürger, aber trotzdem ein guter Kerl. Na? Lasst sie durch. Aber sie sind die Letzten. Okay, los. Danke. Einen schönen Abend wünsche ich. Alles klar. Aber dann machen wir jetzt hier Feierabend, bevor wir weiterfahren. Daher danke ich fürs Zusehen und sage Tschüdelü. In der Stadt der Träume.